Wir begrüßen euch alle zur weiteren Yoga-Sequenz und laden euch herzlich ein, wieder mit uns zu üben. Es sind 5 Sequenzen, die wir euch möchten zeigen, kürzere, die zugeordnet sind zu den 5 Elementen. Es ist die Erde, es ist das Wasser, es ist das Feuer, es ist die Luft und es ist der Raum. Ihr könnt üben, jede Sequenz mehrmals. Ihr könnt das Ganze üben, wie ihr möchtet. Ihr könnt einzelne Elemente rausnehmen und üben, was für euch immer wieder neu stimmig ist. Bei euch stöhnt hüftbreit oder auch ein bisschen breiter, so dass ihr gute Standfläche habt, euch wohlfühlt. Bei euch eure Augen zu schliessen und für einen Moment vom Alltagsgeschehen, von den Alltagssinnen, Erfahrungen in die Stanz hineinzukommen und nach innen wahrzunehmen. Ihr spürt abends zu euren Füßen. Ist es möglich, Wurzeln zu geben? Ist es möglich, auch die Berührung von den ganzen Füßen, beiden Fußsohlen zu spüren? Ist es möglich, sich dann aufrichten zu lassen, im ganzen Körper, Bein, Becken, Oberkörper, Wirbelsäule, sodass die Schultern sich senken können und die Arme einfach hängen. Der Nacken Möglichkeit bekommt, sich ein bisschen lang zu nehmen, der Kopf leichter wird zum Tragen und die Verbindung nach oben rauf, ins Unendliche möglich wird. Ihr dreht eure Hand und Arminnenseite nach vorne. Ein Moment weiter wahrnehmen, wie der Atem einströmt, wie er auch wieder ausströmend ist. Wir gehen zum Element 8. Wir begrüßen die 8., wo uns Festigkeit gibt, wo uns auch das Vertrauen ermöglicht. Wir drehen eure Handinnenseite und Arminnenseite zurückdrehen. Mit dem nächsten Einatmen beide Arme seitlich anheben. Und ausatmen, runtergehen in eine Hockstellung. Mit dem Einatmen die Füße stellen, den Oberkörper ausrichten, ein, zwei Atmungen drinnen bleiben. In Verbindung kommen, auch über die Hände, mit dem Boden wieder achten. Mit dem Ausatmen wieder runtergehen. Sich aufrichten aus der Hocke im Oberkörper, einatmen. Ausatmen, nochmal zurückkommen, abwärts, Füße stellen und einatmen, sich aufrichten. Arm mitnehmen, ausatmen, Schulterarm und Hände seitlich senken. Und gerade nochmal einatmen. Zwei Atmungen bleiben. Und so atmen die Arme in die Hocke. Sich aufrichten, einatmen. Lösen, ausatmen, die Füße stellen. Und einatmen. Hand auf beide Hüfte geben, wird ein bisschen breiter stehen, was für euch passend ist. Wieder sich bewusst nach oben spüren, sich bewusst auch nach oben, immer wieder die Möglichkeit von der Aufrichtung. Ihr geht noch in den Hüftgelenk, in den Kniegelenk. Das Becken sich aufrichten lassen. Die Hände in unsere Rücken spüren, mit den Handrücken, wie der untere Rücken lang kann sein. Wie die Oberkörperseite lang werden, wie die Schultern tief bleiben in der Breite. Und das Einatmende
Nimmt beide Arme seitlich nach oben und stopp. Wieder sich der Achte bewusst abwärts wahrnehmend. Sie aufgerichtet, wie fühlt sich das an, in dieser Verbindung können Sie. Den ausatmen, den Arm abnehmen, sich aufrichten, den Arm nochmal offen einatmen. Ausatmen, den Arm sanken, noch einmal. Dann noch geiler, Hüften, den Knien. Spüren, wie die Verbindung nach oben, Stabilität bekommt, das Becken sich auch aufrichten lassen. Oberkörperseite lang, die Schultern tief. Weil die Hände in unteren Rücken nehmen. Das Knie leicht zurücknehmen. Mit einem Einatmen den Arm seitlich anheben. Atmen und runter spüren. Nach oben spüren. Ausatmen, den Arm senken lassen, Knie zurücknehmen. Und einmal leicht beide Arme seitlich anheben. Und ausatmen, wieder und aus der Verbindung zur Erde kann sich auch die Qualität vom Wasser in unserem Körper ausdrücken. Zunächst als ganz kleine Bewegung in unserem Becken, das sich fortpflanzt als Bewegungsimpuls durch unsere Hüftgelenke, Knie, Fußgelenke. Nach oben, auch entlang der Wirbelsäule, in unsere Schultern, Arme, Hals, Kopf, Nackenbereich. Auch die Arme mitnehmen und immer noch mehr fließen, wellenförmig durch unseren ganzen Körper, der Bewegung, der Durchlässigkeit Raum schenken. In der Vorbeuge abwinken, kann sich die Bewegung weiter durch unseren Körper ausdrücken. Zunächst kleine Impulse. Das Wasser, das sich seinen Weg sucht. Linke Bein zurück, Knie am Boden und wieder aus unserem Becken. Kleine Impulse fließen entlang unserer Wirbelsäule, wellenförmig. Aufrichten und Arme mitnehmen. Wieder formt sich der Ausdruck des Wassers aus unserem Inneren, als Ausdehnen, als Aufrichten. Dreh links absinken, kleine Drehung nach links, auch in der Drehung wieder den Bewegungsimpuls aus unserem Becken Aufmerksamkeit schenken. Neu aufrichten. Absinkend nach vorne und wieder aus dem Becken fließende Bewegungen entlang der Wirbelsäule. Öffnen, schließen. Auch in der Öffnung.
neu den wellenförmigen Bewegungen aus unserem Becken, aus der Wirbelsäule Aufmerksamkeit schenken. Öffnen. Absenken. Und nochmals in der Achse. Ausbreiten. Lang im unteren Rücken. Länge, die sich aus dem Fliesen bis in unseren Nacken, Halsbereich ausdrückt. Dann das Bein holen, fließen, aufrichten. Wandlungsfähigkeit in unserem Körper. Neu absinken. Rechtes Knie zurück. Und wieder aus dem inneren Impuls. Kleine Bewegungen. Sich immer mehr durch unsere Wirbelsäule, durch den ganzen Körper ausdrücken. Neu auf. Durchlässig. Unsere Schultern, bis in die Arme, in die Hände, Finger, nach rechts in der Drehung, wieder aus der inneren Wahrnehmung formen. Aus unserem Becken sich entlang der Wirbelsäule fortpflanzen. Räume sich öffnen lassen. Wellen förmig fließen. Absinken. Die Länge aus. Der eigenen Achse. Beim Boden über das Becken, Wirbel für Wirbel aufrollen, aufrichten. Element vom Feuer. Es steht für Umwandlung. Wenn wir Holz ins Feuer geben, dann wird es zu Asche. Und wenn wir können üben, in diesem Bereich in unserem Körper die Umwandlung stattfinden lassen, werden wir gerade spüren, wie über das Üben auch die Ordnung sich verändert. Ich bitte euch, abends zu gehen, in einen Fersensitz rein. Oder in einen Kneustand, was für euch passend ist. Mit dem Einatmen aufkommen. Ausatmend in eine Katzenbewegung oder Stellung reinkommen, rund. Einatmend Füße aufstellen. Hand, Finger, Arm, Schultern breit ausgerichtet, parallel zueinander. Und ihr geht offen in den Hund.
Die Zeit geht, die Wirbelsäule strecken sich. Bewegen von den Beinen als Möglichkeit ein. Und das rechte Bein führen geben, Moment hinten das Knie abgeben. Zum Boden, sich aufrichten, die Hände, beide Hände auf die Hüfte. Wieder die innere Verbindung mit allen Bereichen. Aber offen, nach innen, nach außen. Der Oberkörper so in den Pol, in die Schräge hinein. Und wo geht der Weg weiter? Ist es möglich, das Knie anzuheben? Beide Hände in unsere Rücken zu nehmen. Spüren, wie sich der Atem verändert. Lange Oberkörperseite. Die Armbewegung suchen, die passend ist heute und jetzt. Und atmen. Und atmen. Sie haben irgendwann mit der Hand das Knie, wo man verbleiben. Atmen lassen, spüren lassen. Und zurückgehen in den Hund. Dann nicht strecken lassen, die Wirbelsäule. Das Atmen lassen, das Verändern lassen, umwandeln lassen sogar. Und das linke Bein führen geben, das Knie, das rechte zum Boden. Und dann gehen warten. Sich aufrichten, die Hände auf die Hüfte geben. Atmen lassen. Mit dem Polsteinsbereich oder Fersenbereich zum oberen Scheitelbereich. Wie ein Pol, die beiden Pol lang behalten. Suchen, weiter, wie ist die Möglichkeit, Stellung einzunehmen. Und der Atem, ganzen Rumpfbereich bis in den Rücken strömen. Nochmal in den Hund hineingehen. Tief runter, mit den Knien, mit dem Gesäß, gegen die Füße. Und zurückkommen in den Vierfüßlerstand, Bewegungen ausgleichend, mit den elliptischen Bewegungen vom ganzen Körper. Hat sich verändert. Zurückgehen mit dem Gesäß gegen die Füße. Die Hände und Arme zurücknehmen. Ihr richtet euch auf. Kommen in einen bequemen Sitz mit überkreuzten Beinen oder auf Fersensitz. Um der Qualität auch der Luft in unserem Körper nachzuspüren, gut verankert am Boden, über die Wirbelsäule aufgerichtet, mit unseren Schultern, Arme, unsere Hände spüren. Können sich die Handflächen öffnen, Verbindung bis in unsere Schultern, Rippenbereich nachspüren, der nächsten Öffnung aufsteigen, öffnen, der Raum, der sich weitet, absinken. Und in der Aufrichtung bleiben in der Weite, auch im Absinken.
deine Handflächen oben berühren. Und immer noch der Raum in unserem Brustkorb, Rippen, Schulter, Nackenbereich, der sich öffnet, weitet, zeigt, wahrnimmt. Mit dem nächsten Ausatmen drehend nach rechts, beide Arme ab. Wieder in der Öffnung, Aufrichtung, bis in Brustkorb, Rippen, Schlüsselbeinbereich. Auch der linke Arm aufstreichen. Suchen, forschen, wo öffnet Raum in unserem Rippen, zwischen dem Brustkorbbereich. Neu auf. Einen Moment nachspüren. Die rechte, linke Körperhälfte. Was zeigt in unserem linken Brustkorb, rechten Bereich, der rechten Seite? Genauso links absinken und in der Drehung wieder auf. Kann sich auch der rechte Arm wieder öffnen. Von weit, von Raum, von Aufrichten. Atmen. Im Brustkorb, Rippen, Schlüsselbeinbereich, auch auf der Rückseite bewusst wahrnehmen. Zurück. Zeit. Zum Nachspüren, beide Körperseiten wahrnehmen. Und indem unsere Ellbogen zueinander kommen, kann sich der Oberkörper absenken. Nachgeben, hängen, atmend. Unseren Atemräumen nochmals Aufmerksamkeit, Raum schenken. Vorderen Rippenbereich, Rückseite, Raum, Weite, innerer Ausdruck, Verbundenheit, auch mit allem, was uns hier, jetzt umgibt. Ruhsam aufrollend, aufrichten. Nochmals die Arme öffnen. Atmen. Element Raum, das Element Äther. Es ist umfassend, nicht griffbar, nicht sichtbar, vielleicht auch nicht hörbar, nicht spürbar, aber es ist da. Bitte euch, nehmt euch in den Fersensitz rein, setzen. Oder in den Kniestand. Und ihr geht einatmend rauf, mit den Armen ganz in den Kniestand rein. Und gehen ausatmend, einfach wieder zurücksitzen. Mit dem Einatmen vorne runtergehen. Und ausatmend wieder zurückkommen. Und dann nochmal. Und ausatmend. Absitzen. Oder den Arm runternehmen. Einatmend füllen, gut, Arm mitnehmen. Und ausatmend wieder zurück.
wenn du raufkommst, in den Neustand hinten, die Füße aufstellen. Und einen Moment zuerst wieder runter spüren. Einen Moment wieder rauf spüren. Die Hände in untere Rücken geben. Beobachten, wie sich der Bereich untere Rücken integrieren lässt. Wie sich es nach oben auch wieder aufrichten darf, die Breite von den Schultern. Sich die Arme können lösen und beide Arme vorne aufgehen. Und plötzlich merken, der Blick möchte mitgehen. Nimm den Blick mitnehmen in das Verbunden nach oben. Das Verbunden Spürende auf alle Richtungen, auch wieder abwärts und atmen sie. 7, 2, 3, 4. Mit dem Ausatmen am Abend und beide Hände abend sich zurücksetzen. Moment nachspüren, bewusst, es ist nicht greifbar, es ist nur wahrnehmbar. Und ihr dient nochmal in den Kneistand hochkommen, beide Hand und Arm Innenseite nach vorne drehen und atmen. Nach oben spüren, nach oben spüren, nach innen wahrnehmen, das Ausdehnende von innen auch wieder nach außen wahrnehmen. In der Vorne alle Bereiche räumlich dazu. Hand und Arm wieder zurückdrehen, wieder absitzen. Ihr könnt euch zurücklegen in die Rückenlage, in die Bewegungen suchen, die für euch passend sind, als ausgleichend. Ihr könnt Krokodil üben, könnt Schulterbrücken üben, könnt kleine Bewegungen, grosse Bewegungen ausführen. Auch hier, dass es für euch ergänzend ist. Atem frei, aber die Wahrnehmung behalten. Aufrecht im Körper, in den Gefühlen und in den Gedanken. Gedanken innerhalb. Ein Moment von der Entspannung. Ein Moment auch zum Wahrnehmen, was hat sich verändert. Und ihr spürt den Boden, ihr spürt die Erde euch tragend. Wie ist die Empfindung jetzt von dem ganz dichten, festen, sich tragen zu lassen? Wie fühlt sich das an? Der Körper wird weich. Im eigenen Inneren, um uns herum, ständig spüren, wahrnehmen, alles ist in der Veränderung. Das Fliessende im eigenen Inneren, wie empfinde ich das? Was hat sich verändert? Das Element vom Wasser. Und der Körper wird weich. Das Element vom Feuer, sich bewusst, auch im eigenen Inneren, ständig gibt es Umwandlungen. Es entstehen neue Sachen.
andere Sachen vergönnen. Die Energie im eigenen Körper, sie strömt, sie fließt, sie gibt mir die Möglichkeit für die Veränderungen, Umwandlungen. Und weiter der Körper wird weicher. Es geht weiter nach im eigenen Inneren. Das Element von der Luft. Ihr nehmt wahr, euren Atem einströmen. Euren Atem ausströmen. Verbunden mit der Wahrnehmung im Körper. In den Gefühlen, den Gedanken, Gedankeninhalt. Element vom Raum. Vielleicht das Bild, das wir in der letzten Zeit alle in den Räumen innen gesehen sind. Nur die Erfahrung von engen Räumen. Und plötzlich sich wieder neu bewusst. Ich kann mich ausdehnen. Raum, Äther, das nicht Sichtbare, das, was alles umgeht, auch ermöglicht in Raum und Zeit. Ist immer da. Im Moment wieder spüren, wie der Raum sich selber im eigenen Inneren wachsen darf. Nehmt das Licht. Der Atem strömt ein und der Atem aus.